Herr Pellis, hallo. Guten Morgen. Der BVI hat ja kürzlich sehr gute Absatzzahlen für das erste Quartal gemeldet, trotz schwieriger Lage in Europa, in Deutschland und der Welt. Wie bewerten Sie diese Zahlen? Ja, erstmal erfreulich natürlich für unsere Industrie in seiner Allgemeinheit. Auch bei uns waren die Zahlen positiv für das erste Quartal. Hatte mit einem leichten Rückgang gerechnet, was auch teilweise passiert ist. Also die Sparpläne laufen glücklicherweise weiter. Also die Kunden haben aus der Vergangenheit gelernt, Sparpläne gestartet und auch gelernt, man muss sie weiterlaufen lassen. Das ist auch Sinn und Zweck der Übung. Aber wurde in der Vergangenheit nicht immer so gemacht. Und das ist dieses Mal anders, sieht man. Also wir haben keine richtigen Ausfälle. Was vielleicht wenig ist, sind die Einmalzahlungen von Anlegern, dass sie das im Retail-Bereich nicht vorgenommen haben. Institutionelles Geschäft läuft automatisch natürlich weiter, weil die institutionellen Anleger weiterhin investieren müssen und das auch tun. Also von daher gute Zahlen auch für uns im ersten Quartal 2023. Sie haben es gerade schon angekündigt, gute Zahlen auch bei Ihnen. Können Sie da noch etwas konkreter werden? Ja, wir haben ungefähr 700 Millionen im Retail-Bereich. Okay. Und 1,1 im institutionellen Bereich, also es kommt auf 1,8 Milliarden Mittelzuflüsse, was vielleicht unter die Erwartungen ist in der Allgemeinheit, aber gegeben die Umstände, die wir haben, normal. Also ich hatte eigentlich gedacht, mit den höheren Kosten, die Inflation, die Tatsache, dass die Kunden jetzt auch in Q1 die Abrechnung bekommen für die Energiepreise und so weiter, dass sie dann sagen würde, ich lege weniger an. Und das ist mit 700 Millionen ja etwas weniger wie erwartet, aber trotzdem noch ein positives Ergebnis. Und die Märkte natürlich sind sehr stark, bis auf heute noch. Das macht es auch natürlich schwieriger für manche Anleger zu sagen, jetzt habe ich mal einen richtigen, etwas billigeren Einstiegsmoment. Das ist noch nicht gegeben eigentlich. Das heißt, Sie sagen, das institutionelle Geschäft läuft sehr gut, das Retail-Geschäft könnte noch ein bisschen aufholen. Das ist dann auch so das Verhältnis, ja? Ich glaube, wo wir sehen, wo der Markt heute steht, dann sagt man natürlich als Anleger, ist das heute der richtige Einstiegsmoment, ja oder nein, um Aktien zu kaufen. Fixed-Income-Produkte haben natürlich wieder Interesse gewonnen, das sehen wir auch bei uns. Wir merken auch, dass was sich dann in Aktienfonds noch läuft, ist großenteils bei uns halt thematische Aktienfonds, also Sustainable Infrastructure, Wasser, das sind die Produkte, die irgendwie eine Story haben, wo die Kunde noch einmal Anzahlung tätigt, aber es ist natürlich ein kleiner Rückgang im Vergleich mit letztes Jahr und ich glaube auch nicht, dass sich das momentan ändern wird, weil die Märkte stehen natürlich, der DAX war diese Woche wieder auf einem All-Time-High, oder letzte Woche war das, auf All-Time-High und die Frage ist natürlich, kommt ein Korrektur, wo jeder darüber spricht oder kommt er trotzdem nicht? Klar. Gucken wir uns die beiden Segmente nochmal an. Sie sind ja im Bereich Managed Fonds unterwegs und auch im Bereich ETFs, logischerweise. Wo war da die größte Nachfrage, in welchem Segment? Institutionelle Bereich ist hauptsächlich Managed Fonds, also oder Speziallösungen. Und im Retail-Bereich ist es mehr ETFs wie Managed Fonds momentan. Und das ist auch, was über die letzten Jahre ein Shift ist von aktiv nach passiv, das sehen wir überall und sehe auch in viele Sparpläne natürlich von Direktbanken zum Beispiel, dass es eher in ETF ist wie in gemanagte Fonds. Wie sehen Sie es denn? Also einige Experten sagen ja, den ETFs ein schwieriges Jahr voraus in diesem Jahr, weil die Märkte sehr weit gelaufen sind schon und da möglicherweise nicht mehr so viel Potenzial ist. Ist das auch Ihre Sicht? Nein, ich glaube, dass ob der Markt gelaufen ist, ja oder nein, sagt, was auch für gemanagte oder auch für ETFs. Und ob man einen ETF kauft oder gemanagten Fonds, das ist, glaube ich, dann halt der Anleger selbst überlassen und beziehungsweise auch der Berater. Ich glaube, für jeden Kunde muss selbst entscheiden, was will er aktiv oder passiv. Und der Markt, ja gut, der wird wahrscheinlich bestimmen, dass, wenn es so, was ich vorhin gesagt habe, wenn die Märkte so sind, wo sie heute stehen und man keinen Einstiegsmoment findet, dann wird es vielleicht für die Einmalzahlungen ein bisschen schwieriger sein. Wenn eine Korrektur kommt, ja, dann muss man natürlich die Möglichkeit auch positiv ausnutzen, würde ich mal sagen. Egal, ob man eine aktive oder passive vornimmt. Klar, einsteigen auf jeden Fall. Ja, genau. Wenn wir auf das Jahr gucken, 2023, es bleibt schwierig, vermute ich mal. Zunächst, was ist Ihre Empfehlung an die Anleger?
Ja, die Empfehlung war immer schon, und die wird sich auch nicht ändern. Wenn man eine Summe hat, muss man das verteilen. Man muss nicht auf einmal seine 10.000 Euro anlegen, sicher heute nicht. Das muss man verteilen über 4-mal, über 10-mal. Das ist jedem Menschen wieder Anleger auch selbst überlassen. Aber ich glaube, sein Risiko verteilen und auch sein Einstiegsmoment verteilen. Sicher, wenn man Angst hat für ein hohes Einstiegslevel, aber das hatte man auch schon vor 5 Jahren oder vor 10 Jahren. Mhm. Von daher glaube ich, dass es sinnvoll ist, so abzuwarten an die eine Seite, wenn man wirklich viel Angst hat, um einzusteigen. Ansonsten sage ich, ich nehme einen Teil meines Geld und das andere lege ich dann wieder halt ein Vierteljahr später an und so weiter. Ich glaube, Cost-Average-Effekt ist wirklich eine sinnvolle Mitteilung für alle Anleger. Ja. Ja, schauen wir mal, was das hier bringt. Herzlichen Dank, Herr Pettis. Bitte sehr. Schönen Tag.